Liebe Community, Johannes Breit ist halt bei mir zu Gast, ein Spitzentyp. Ja. Also er kommt aus einer kleinen Gemeinde aus Niederösterreich, Kaumberg, hat Gymnasium gemacht, hat er mir erzählt, ja. Leider ist nicht so gut verlaufen, hat anschließend 3 Lehren gemacht am Flughafen und hat anschließend währenddessen eine Studiumsberechtigungsprüfung gemacht, also ein ganzer bunter Hund. Ja. Jetzt ist er CEO von Stormy, der einzigen, der Johannes, was ist das gar? Stormy? Das ist, also Stormy und ja? Das Produkt Storebox ist das modernste Self-Storage, das es eigentlich in Europa gibt, okay. Bei dem Self-Storage-Flächen, also ab 1 Quadratmeter bis zu 30 Quadratmetern, monatlich über eine App buchen und mieten kann. Und du hast dann praktisch so wie jetzt ein Self-Storage wie die MyPlace zum Beispiel oder so? Ja, sowas? So ähnlich. Also das Unterscheidungsmerkmal von uns ist, dass wir halt ganz digital sind. Das heißt, du kannst über eine App oder die Webseite buchen, in wenigen Klicks und bist dann direkt im Standort drinnen. Also du kommst mit dem Smartphone in den Standort und in dein Abteil rein. Dann haben wir Sensorik verbaut in den Standorten, die live Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter tracken. Also sehr digital. Und wir haben nicht so diese riesen Self-Storage-Tempel, die man kennt, irgendwo am Stadtrand, sondern wir haben genau, ganz kleine, also so 300-400 Quadratmeter. Persönliche Betreuung praktisch, oder wie? Das ist jetzt gar nicht so der Fokus, also weil es autark ist. Also in Wirklichkeit kannst du bei uns buchen, ohne dass du mit einem Menschen redest. Ja. Also das geht alles online. Das ist bei den anderen wahrscheinlich eher komplizierter, oder? Ja, bei den anderen ist es eher so, wie wenn du eine Wohnung anmietest. Also du musst hinfahren, musst Formulare ausfüllen. Praktisch bei dir, oder? Genau, also es ist sehr arriviert, sagen wir es mal so, und die machen auch allesamt oder die meisten wirklich einen sehr guten Job. Vor allem der Marktführer ist nicht umsonst Marktführer, aber wir sind mittlerweile auch von der Standardanzahl der zweitgrößte Player im deutschsprachigen Raum. In zwei Jahren. Ja. In 2 Jahren, genau. Was viele vielleicht interessieren wird, ja? Der erste Investor an der Großen war der Hansi Hansmann Bike, oder? Prost Hansi. Prost Hansi, auch von mir schöne Grüße. Und folgendes, ja. Jeder, der den Hansi kennt, ich kenne ihn seit 2012, ja, und hat er schon gesagt, er hat 6 Startups, macht keine Neichen mehr. Ja. Wie ist die Begegnung mit Hansi? Ja? Du gehst da hin, jeder weiß, er will nichts Neues mehr machen, jeder weiß, wenn es ihm interessiert, macht er was Neues. Ja. Wie war die Anspannung davor, wie du da reingehst ins Büro? Die haben mich da extrem vorbereitet. Also der Peter, der ist eher so der Analytiker, also der hat mich mit den Zahlen gequält bis zum Gehtnimmer und mit den Bilanzen und Plan G&Vs und so weiter. Und der Hansi gar nicht. Also der Hansi wollte das Businessmodell von mir erklärt haben, also der wollte einen klassischen Pitch haben und hat dann eigentlich mehr so auf der menschlichen Ebene irgendwie so nachgefasst und hat geschaut, ob die Chemie stimmt. Hast nur du geredet oder das ganze Team? Das ganze Team. Okay. Und ja, war mega cool, also das hat 1,5 Stunden gedauert ungefähr. Und wann hast du gespielt noch in der 1,5 Stunden, dass was werden könnte? Relativ schnell eigentlich, habe ich gemerkt, dass er wirklich interessiert ist. Die Sympathie praktisch. Genau. Nicht einfach also, nur blöd abfragen und dann genau, wieder. Genau, und ich habe mich sofort echt gut mit ihm verstanden. Und ich meine, du kennst den Hansi eh, wenn man mit dem Hansi redet, das du merkst ja, halt sofort, das ist so ein sympathischer Kerl. Keiner sagt Doktor, keiner sagt Herr Hansmann, jeder sagt Hansi Zwerm, ja, milliger Typ, wirklich. Ja, und dann war das aus, nach 1,5 Stunden, und er hat gesagt, er meldet sich bei uns, und tatsächlich irgendwie so 20 Minuten später hat er uns angerufen und gesagt, ja, er möchte investieren, und er schickt uns per Mail sein Offer, und das ist nicht verhandelbar, und entweder wir nehmen es an oder nehmen es nicht an. Und wir haben es angenommen. Habt ihr es gelesen oder habt ihr es unterschrieben? Es war so eine Mischung, würde ich sagen. Aber ich muss auch sagen, die Hensmann Group ist fair, oder? Extrem fair, also ja. Also es ist jetzt so, dass du jetzt Knebelverträge hast mit 100.000? Ja, also es ist natürlich sehr viel ganz strikt geregelt, was auch gut ist. Ja. Aber ja, du weißt dann, was du halten kannst. Genau. Ja? Das heißt nicht, du kannst praktisch dich noch frei entfalten, oder? Genau, nicht richtig. Deine ja. Vision kannst du folgen, trotzdem mit seinem Background und... Absolut, ja. Okay. Und das ist halt schon ein mega Netzwerk, ja. Und ganz interessant, sie haben jetzt eine große Funding-Runde gekriegt, ja. Ich will jetzt ein höheres Level als der Hansi, aber wenn man in die Signa Holding einsteigt mit Benko, ja, mit René Benko, die haben bei ihm vorgesprochen, die haben persönlich kennengelernt, ich meine, wie viele Leute kennen persönlich den René Benko, ja. Wie war das, Pitch? War das das gleiche wie mit Hansi? Bist du mit ihm reingegangen oder seid ihr alleine reingegangen? Habt ihr euch zusammen vorbereitet auf dieses Gespräch oder wie war ja, das? Ja, also das war, der Hansi ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, der hat mit dem René Benko Kontakt und der würde gerne investieren. Das ist gleich Lotto gefallen. Richtig, ja, ich hab gesagt, okay, mega cooler Match für uns natürlich, Immobilienthema und René Benko sowieso, ja. Unglaublich, Signa, unglaubliches Unternehmen. Und dann war der Termin da, bei der Signa in Wien, der erste Termin. Ist das also ein Tor oder ein anderer Büroraum? Das ist das Palais Harrach, ja. Also du hast Palais, okay. Genau. Und kein Kaffee. Nein, das war im Palais Harrach, ja, okay. Wo die Signa drinnen ist. Und
das war recht witzig, weil das war irgendwie so um, ich weiß es nicht, 9 Uhr oder so, ja. Okay. Und ich war natürlich schon um 8.30 Uhr dort oder so, ja, logisch, ja, weil ich nicht spät kommen wollte. Und der Hansi ist ja wirklich ein sehr pünktlicher Mensch eigentlich, ja. Und ich stehe davor, ja, so irgendwie so 10 Minuten vorher. Nein, ich war keiner da. Und es ist keiner da. Und ich denke mir normalerweise bei sowas, der Hansi ist mega pünktlich, ja. Und rufe ihm an, oder ich schreibe ihm, nein, ich schreibe ihm, ob er schon da ist oder ob ich unten warten soll. Und er schreibt mir zurück, naja, wart unten und gehen wir erst dann ein paar Minuten vorher rauf. Und dann habe ich ihm so zugeschrieben, hey, es ist ein paar Minuten vorher. Und dann hat er irgendwie so zugeschrieben, ich glaube, das ist um 10. Haben wir irgendwie, hat er sich einen Termin falsch eingetragen oder ich habe es ihm falsch geschickt, wie auch immer. Du bist aber nicht alleine gegangen, oder? Und dann bin ich alleine reingegangen, bin raufgegangen. Wie ist das wie von Novarock-Bühne ist zu stehen? Du musst, ich meine, da hätte ich schon Angst. Wenn ich von der Milliardär, ich meine, wie oft sieht man Milliardär in Österreich, ja? Und von denen sprichst. Ich meine, der René Benko hat sich auch alles selbst erarbeitet, ja? Vater war, glaube ich, Polizist oder so. Aber wie ist das, wenn es da reingehst? Ist das so ein Empfang? Kommt da so seine Assistentin dir entgegen und das mit dir aufgeht, oder wie? Ja, so in die Richtung, ja. Was ich das so vorstelle, so ein riesengroßes Palais-Raum mit einem großen Tisch und er sitzt auf einem Eck und fuhrt gestern damit. Fast, ja, so ähnlich. Ja. Also es ist ein sehr beeindruckendes Büro auf alle Fälle. Und war wirklich spannend. Und was machst du, wenn du da reingehst? Hast du da... Fällt das runter, die Angst? Oder steigt das Adrenalin so hoch und denkst, scheiß drauf, jetzt mach ich es? Oder wie ist das? Ich hab das eigentlich nie so extrem. Also ich bin schon immer nervös vor solchen Sachen, auch vor, weiß ich nicht, irgendwelchen Talks oder keine Ahnung. Aber bei mir ist das immer so, wenn dann irgendwie so das Adrenalin einschießt, dann bin ich so verbissen auf die Sache und so motiviert, dass ich extrem. Fokussiert auch, dass du das ganze Deck oben rasselst und jede einzelne Zahl kennst. Genau, ja. Also ich bin das heißt, so, du bist nicht weg irgendwie, dass du sagst, Blackout, nix. Nein, also dadurch, dass man das, wenn man es selber baut irgendwie und so gut kennt und sein Unternehmen so gut kennt, dann muss man das eigentlich gar nicht so irgendwie lernen. Ja, weil du jeden Tag mit den Zahlen zu tun hast. Ja. Genau, also ich kenne ja meine Zahlen, ich kenne ja jeden Punkt und jeden Beistrich in Wirklichkeit. Und das war dann vorbei innerhalb der Stunde und dann ist der Hansi gekommen. Der Hansi ist Kleinstaxi gestiegen und ist so hergefahren. Er ist dann nach 20 Minuten da gewesen und ist reingekommen und hat sich entschuldigt und das war ihm auch unangenehm. Und dann hat der René Benko irgendwie so gesagt, ja Hansi, servus, jetzt brauchst du eh nicht mehr kommen, weil der Herr Breit hat das eh schon so gut gepitcht und mir taugt das eh. Und das war echt lässig und dann sind wir halt noch weiter und viel tiefer ins Detail gegangen und dann wollte er natürlich vom Hansi aus Business Angel Sicht und aus Investorensicht einiges hören. Das heißt, er will praktisch in die Materie, oder was? Ja, wird spannend, ja. Schwimmst du auf der Welle oder war es so wie die berühmte Berg- und Talfahrten, wo es der Tochter ist, scheiße, jetzt ist es ja, schon das. Ganz knapp und ja, ja. Das eher ist der das. Wichtigste kleine Termin und da muss ich jetzt, bevor es dazu. Ja, also es ist, also natürlich kommuniziert man immer die Erfolge, ja. Und wenn man sich das dann von außen anschaut oder wenn man, weiß ich nicht, durch mein Facebook, ich bin ja nur auf Facebook, weil 99% davon Company-Inhalt gepostet wird. Okay. Und wenn man sich da durchscrollt, dann denkt man von außenstehender, wow, die haben ja nur Erfolge und da geht's nur dahin. Nein, das ist nicht so. Die ganze Anlaufzeit, gell? Ja. Allein dein Werdegang, ja? Du hast da praktisch im Gymnasium, das war nicht deins, habe ich da irgendwie rausgekehrt, ja, oder? Ich bin da relativ mit Bomben und Granaten. Bei Roger Duch kann man sein Interview übrigens anschauen, Johannes Breit. Ja. Glaubst du auch, dass dieser Werdegang den Hans imponiert hat, damals? Ist du eigentlich noch keinen hinter dir gehabt hast? Ja? Also, weil es ist ja doch, es zeigt halt praktisch, dass du Biss hast. Ja, ja, also ich glaube, das... Studium, das ist ein Biss. Ja? Das ist ja, dass ich, wenn ich was will, ziehe ich das hundertprozentig durch. Ja. Ich kenne viele Leute, die was von Ideen erzählen, aber es bleibt bei Ideen. Ja? Ja. Hannes, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast heute für uns. Ja? Wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil über, ein bisschen was essen. Ja? Sehr gut. Ich meine, er ist jetzt mit Benko benannt, mit Hansi, mit allen. Ja? Also, dass er überhaupt zu mir hergefunden hat, das war ein großes. Na bitte. Hannes. Ein Bier und ein Käsekreiner, das kann schon was. Danke fürs Interview. Ja? Und du machst sicher noch deinen großen Weg, den großen Teich oder nach China um, wohin geht die Reise? Ich habe schon so die Vision irgendwie, wenn ich das Firmenlogo habe, dass da nicht nur Wien, also jetzt schaut es auch cool aus, jetzt steht irgendwie Wien, München, Berlin, aber geil wäre natürlich Wien, Paris, New York, Tel Aviv, Hongkong, also das würde man schon danken. Danke fürs, gell Hannes, hat mich gefallen. Ja. Danke. Super.